Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der deutsche Leitindex hat einen turbulenten Handelstag hinter sich. Kurzzeitig rutschte der DAX erneut unter die Marke von 15.000 Punkten. Die meiste Zeit hielt er sich aber im Plus. Am Ende ging der DAX knapp 0,8% höher bei 15.123 Zählern aus dem Handel. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, der DAX hat auf die extremen Verluste vom Montag also unter dem Strich eine positive Reaktion gezeigt. Heute Abend steht dann die FED-Sitzung im Fokus. Was können wir uns denn im Vorfeld vom DAX erwarten? Guten Morgen aus Frankfurt. Wir erwarten, dass die Stabilisierung von gestern sich noch ein Stück weiter fortsetzt. Wir rechnen im Moment mit einem Start im positiven Bereich. Aber du hast natürlich das wichtigste Thema für heute schon angesprochen, die FED-Sitzung bzw. der Zinsentscheid eben der US-Notenbank. Aber wenn es den dann heute Abend um 8 gibt, ist das für uns natürlich schon mal nachbörslich. Aber diese abwartende Haltung scheinen wir jetzt doch zumindest deutlich freundlicher zu verbringen als noch Anfang der Woche, als der DAX ja wirklich geradezu abgeraucht war. An der Wall Street hatten wir gestern auch einen ziemlich turbulenten Tag, also im Sinne von Berg- und Talfahrt. Am Ende hat dann der Dow Jones sein Minus ordentlich reduzieren können. Mit einem Minus von nur noch 0,2% ist er aus dem Handel gegangen. Einige der Zahlen, die man da gesehen hat, die kamen gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter eben angesichts der Zinsentscheidung der Fed und vor allem was das Tempo betrifft. Und Experten warnen da eben auch, dass die Zinsen oder die Zinswende dann eben auch zu Wachstumsschwierigkeiten oder einem Wachstumsschock führen könnte. Also das bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und bei den Tech-Werten hat man das deutlich gemerkt, denn die waren deutlicher im Minus als jetzt die Standardwerte beispielsweise beim Dow Jones. An den asiatischen Börsen sehen wir heute Morgen ein gemischtes Bild. Also wir dürften erstmal freundlich in den Tag starten und dann abwarten. Es gibt auch noch einige Zahlen aus den USA, allerdings auch dann nachbörslich, zum Beispiel die von Intel und von Tesla. Und gestern Abend gab es ja noch die von Microsoft und nachbörslich sind die zumindest gut angekommen, Zahlen über Erwartungen. Also Spannung ist weiter garantiert. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zum Markt.de, die ist heute die Deutsche Pfandbriefbank. Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank hatte im Mai 2020 ein Allzeittief verzeichnet. Im Anschluss startete der Kurs einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt befand sich das Papier in einer Seitwärtskorrektur. Dann kam es zu einem Rücksetzer. Wichtig ist jetzt, dass sich der Kurs über einer bestimmten Unterstützung hält. Sollte das gelingen, gibt es eine gute Chance, den Aufwärtstrend zeitnah wieder aufzunehmen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.